Die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas sind uns schon lange nicht mehr so fern, wie sie es früher einmal waren. Und doch gibt es vieles, das wir nicht wissen oder verstehen können. Viele unbekannte Geschichten, Bilder und Gesichter, die wir nie gehört und gesehen haben. Klischees helfen uns, die Welt schnell zu benennen, aber sie können uns nicht dabei helfen, die Menschen anderer Kulturen näher kennenzulernen. Die Nachrichten zeigen Fakten, aber leider werden oft die Zusammenhänge vergessen. Um mehr Geschichten aus Ländern des globalen Südens zu erzählen und Begegnungen zwischen Menschen und Kulturen zu ermöglichen. Dafür gibt es das Programm Bildung trifft Entwicklung. Zurückgekehrte Fachkräfte und Freiwillige aus der Entwicklungszusammenarbeit sowie Migrantinnen und Migranten in Deutschland werden dabei unterstützt, ihre persönlichen Erfahrungen aus den Ländern des globalen Südens an verschiedene Zielgruppen jeden Alters weiterzugeben. Mein Name ist Melanie Maltanyanu. Ich war vorher Fachkraft für Entwicklungszusammenarbeit, damals für den Deutschen Entwicklungsdienst, und war mehrere Jahre in Burkina Faso und habe dort als Agraringenieurin im landwirtschaftlichen Bereich gearbeitet. Mein Name ist Eva Pfannerstill, ich bin 27 Jahre alt und ich bin seit 2010 bei BTE. Ich war von 2008 bis 2009 als Weltwärtsfreiwillige in Kambodscha. Ich bin Camilo Barrero, ich bin in Kolumbien geboren und ich wohne in Deutschland seit mehreren Jahren. Ich habe hier Kulturwissenschaften studiert und ich bin beim BTE seit 2015. Nach meiner Rückkehr war mir klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas machen muss aus meinen Erfahrungen. Und da war das BTE-Programm eigentlich genau das Richtige, weil ich habe in Kambodscha festgestellt, dass alles mit allem zusammenhängt, dass wir global inzwischen so vernetzt sind, dass nichts, was wir hier machen, ohne Auswirkungen bleibt, auch in ganz anderen Regionen der Welt. Und ich wollte nicht mehr Fachkraft für Entwicklungszusammenarbeit sein, sondern wieder in dem Land leben, wo ich herkomme, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich in Deutschland ganz viel bewirken kann und dass es mir total viel bringt, die Erfahrungen, die ich in Burkina sammeln durfte, hier in Deutschland einzubringen. Und da habe ich eben von dem Programm Bildung trifft Entwicklung erfahren. Ich bin zu BTE gekommen, weil ich in Saarbrücken schon Referent war und ich mehr Leute in Saarbrücken und in der Region erreichen wollte. Dass über dieses Programm aus uns auch möglich gemacht wird, das in Schulklassen reinzubringen, also schon bei den Jüngsten oder sogar in Kindergartengruppen, Empathie zu wecken und Klischees abzubauen. Und dann am Ende aber ist ganz wichtig, Handlungsoptionen aufzuzeigen. Also was können wir wirklich hier vor Ort tun, um etwas an der Situation zu ändern? Da habe ich auch bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Also für viele ist das immer ein richtiger Aha-Effekt. Werden wir, denke ich, nie erreichen, aber einige gehen vielleicht auch nach Hause und denken doch drüber nach. Ich finde es immer schön, wenn am Ende von einer Veranstaltung die Leute dann erstmal in einer guten Stimmung sind. Und ideal ist es natürlich, wenn jemand sagt, boah, so habe ich das noch gar nicht gesehen, das war für mich total interessant. Gerade wenn man in einem afrikanischen Land gearbeitet hat, merke ich immer wieder in Deutschland, dass die Stereotype, die Vorurteile, was den Kontinent Afrika angeht, extrem groß sind. Wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, das waren manchmal Schlüsselmomente von 10 Minuten, die ich bis heute noch erinnere, wo ein Lehrer was Bestimmtes gesagt hat, und das hat mich mein Leben lang begleitet. Und deswegen glaube ich schon, dass so ein BTE-Einsatz viel verändern kann in der Gesellschaft. Als BTE-Referent erzähle ich immer über meine Kultur, über Kolumbien, Lateinamerika, über die Möglichkeiten, über die Problematik, die wir in der Region haben, aber auch über alles, was wir können und was wir die Leute hier beibringen können. Eine meiner Lieblingsmethoden ist auf jeden Fall das Weltspiel. Das ist diese große Weltkarte, zu der es zum Beispiel Figuren gibt, oder man kann das auch mit den Kindern selber machen, und dann müssen sie sich aufteilen, zum Beispiel je nachdem, wie viele Menschen auf welchem Kontinent leben, und dann verteilt man zum Beispiel Schokolade, je nachdem, was sie denken, wer wie viel Geld hat, und dann kann man das noch mit CO2-Ausstoß machen und so weiter. Und das sorgt immer für sehr große Aha-Erlebnisse, weil viele dann merken, was sie alles über- und unterschätzen. Bei meinen Bildungseinsätzen benutze ich gerne Videos und Bilder aus aller Welt. Sehr oft wissen die Leute nicht, was andere Personen auf der Welt essen
oder welche Landschaften oder welche andere Möglichkeiten, Verkehrsmittel die Leute haben. Ich versuche gerne mit vielen verschiedenen Methoden zu arbeiten, wenn ich so eine BTE-Veranstaltung mache. Ich bringe sehr, sehr gerne Gegenstände, Kleidungsstücke, Stoffe und vor allem auch Sachen zum Essen, wenn es geht, aus Burkina Faso mit. Getrocknete Mangos zum Beispiel kann man da gut mitbringen. Und finde, dass das eine Veranstaltung im wahrsten Sinne des Wortes bunter macht. Und je nachdem, wie alt die Schüler und Schülerinnen sind, macht denen das dadurch natürlich auch viel, viel mehr Spaß. Ja. Wenn ich die Augen zumache und an Kambodscha denke, dann denke ich zuallererst an ganz viele Reisfelder, an Zuckerpalmen und an unglaublich herzliche Menschen und sehr viele gute Freunde und Freundinnen, die ich dort habe. Selbst wenn ich vorher vielleicht gedacht habe, ich könnte da jetzt großartig irgendwie helfen und was bewirken, dann muss ich im Nachhinein sagen, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr gelernt habe von den Menschen dort als sie von mir. Als Migrant kann ich sehr gut andere Perspektive vermitteln, andere Umstände, mit denen wir in Lateinamerika zum Beispiel leben. Und das bringt die Kinder oder die Jugendlichen zum Beispiel in den Schulen sehr oft nachzudenken. Also bei BTE oder in das Programm reinzukommen, war überhaupt nicht schwierig. Sondern als ich aus Kambodscha zurück war, bekam ich irgendwann damals war es noch den Deutschen Entwicklungsdienst, das war meine Entsendeorganisation, bekam ich die Einladung zu einem Fortbildungsworkshop. Das war so ein Wochenende, wo man die Grundlagen des globalen Lernens erfahren hat. Und und da habe ich halt so das ganze Handwerkszeug bekommen, welche Methoden gibt es, insbesondere eben diese besonderen Methoden des globalen Lernens zum Perspektivwechsel. Also wenn sich jemand die Frage stellt, ob er oder sie eine Referentin oder einen Referent von BTE einladen soll, zum Beispiel in die Schule, dann würde ich sagen, ja, machen Sie das sofort, weil es unglaublich bereichernd für den Schulalltag ist, wenn mal Menschen von außerhalb reinkommen und wirklich authentisch aus ihrer erlebten Perspektive erzählen können, was sie erlebt haben. Alle interessierten Institutionen, seien es Schulen, Kindergärten, Unis, Vereine, Jugendgruppen oder andere, haben die Möglichkeit, Referentinnen und Referenten von BTE einzuladen. Die regionalen Bildungsstellen von BTE vermitteln zwischen den Institutionen und den Referenten und Referentinnen. Als Referenten und Referentinnen können wir auch selbst Veranstaltungen in unserer Gegend suchen und unkompliziert bei unserer regionalen Bildungsstelle anmelden. BTE berät uns dann bei der methodischen Gestaltung und sorgt für die finanziellen Rahmenbedingungen. So kommen auf die veranstaltenden Institutionen nur sehr geringe bis gar keine Kosten zu. Wir sind froh, dass viele Menschen im Programm Bildung trifft Entwicklung aktiv sind. Damit tragen wir alle ein kleines Stück zu einer gerechteren, nachhaltigeren und solidarischeren Gesellschaft bei. Musik